Die Donauufer gehören im Sommer zu den beliebtesten Plätzen in Niederbayern. Besonders der mehrere Kilometer lange Sandstrand zwischen Metten und Deckendorf ist ein Urlaubsparadies. Super Naherholungsgebiet und unser allerliebster Platz da. Die Donau ist ein schöner Platz für viele Wassersporten. Regelmäßig fahren hier auch die Retter der Wasserwacht Metten mit dem Boot. Rainer Würzinger hat dabei stets konzentriert das Ufer im Blick, denn immer wieder geraten Schwimmer in Not. Es hat sogar schon Tote gegeben. Die Donau kann rasch tückisch sein, warnt der erfahrene Wasserretter. Eine Gefahrenquelle, der Sporn, der hier reinläuft, der endet ziemlich knapp rechts der grünen Boje, die Fahrrinne markiert. Und wenn wir ein bisschen weniger Wasser haben, kann man fast bis zur Boje reinlaufen. Und dann bricht die Kante hier abrupt ab und die Schifffahrtsrinne beginnt. Und das ist eine erhebliche Gefahrenquelle. Hier ist die Strömung wesentlich stärker. Dazu kommt der Schiffsverkehr. Die Schrauben erzeugen einen Sog. Und der Wellenschlag kann am Ufer selbst Erwachsene rasch aus dem Gleichgewicht bringen. Trotzdem, das Bad in der Donau, der erfrischende Hupfer ins Wasser, das gehört für viele Niederbayern zum Sommer einfach dazu. Erfrischend, oder? Erfrischend, ja, es ist auch relativ warm, also nicht zu kalt, das ist eigentlich perfekte Temperatur. Es geht nicht besser. Wir müssen bei Frau sein, um das, da wir das haben. Auch wenn du den Strand da schaust, das ist ja wie im Urlaub. Schwimmst du in der Donau? Nein. Nicht? Warum nicht? Naja, ist mir zu dreckig. Zu dreckig? Wir fragen beim Gesundheitsamt in Deckendorf nach. Die Behörde untersucht regelmäßig die Wasserqualität in Badeseen. Die Donau aber gehört nicht dazu. Das ist ein Fließgewässer, die Qualität verändert sich natürlich nicht minütlich, aber doch sehr schnell. Aber man kann leicht ein Gefühl dafür entwickeln, ob man nun reingehen kann oder nicht. Ich habe ja die besten Messgeräte, wie ich es immer sage, immer dabei. Ich habe eine Nase, ich habe einen Geschmackssinn und ich habe Augen, wo ich sehe, es ist Wasser, es ist klar, es riecht nicht. Zurück an der Donau bei Metten. Was sagen eigentlich die erfahrenen Schwimmer zum Wasser? Es grundelt natürlich ein wenig. Das kommt durch die Algen, die an den Steinen wachsen und am Grund wächst. Aber die Donau, denke ich, ist grundsätzlich sauber. Eine Diskussion wie um die Seine in Paris hätte es also hier an der Donau in Niederbayern nicht gegeben.